Desaster, ein Desaster, ich sag's dir. Ganz ruhig. Wovon redest du überhaupt? Mein Meisterwerk. Es wird alles verändern. Es amüsiert, erstaunt, stimuliert und klärt das Volk über Kleons Machenschaften auf. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstler noch Poet, Aristophanes. Bei den Göttern, nein! Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Okay. Woher willst du das wissen? Er verpasst niemals eine Probe, außer er ist betrunken. Oder bei einer Frau. Oder einem Mann. Könnte auch Zufall sein, oder? Nein, er weiß, wie wichtig das ist. Er lässt mich nicht hängen. Da stimmt etwas nicht. Habe ich es richtig gehört? Bei einer Frau oder einem Mann? Hä, was? Hä? Nicht, dass ich hier was falsch verstehe. Besorg dir eben einen anderen Schauspieler. Oh nein, nein. Thespis lockt immer ein großes Publikum zu seinen Vorstellungen. Je mehr Menschen meine bissige Karikatur des Kleon mitbekommen, desto besser. Wahrscheinlich suchen, hä? Wo würde ich ihn denn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Ah, okay. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Oh ja, das... Das wird jetzt eine Gaudia. Wunderbar. Komm, geh mal aus dem Weg hier. Der Befehlshaber dreht durch, wenn ich es nicht... Oh, ich glaube, ich bin da. Hades, wo hat der Säufer das Manuskript? Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Schweig! Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis, es liegt an dir, ob du lebend hier rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Sag mir, wonach du gesucht hast. Irgendein Stück. Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tue nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Was hast du mit Thespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Ach, ganz toll. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Ja, was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. Ja, ich bin ja nicht so, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Hoppala, Entschuldigung. Ist der tot? Das ist tatsächlich kaputt, Alter. Hat sich das Genick gebrochen. Eventuell war ich's. Ich weiß es nicht. Ah, schau mal, da sind sie ja. Oh, das gibt es bestimmt gleich Mord und Totschlag. Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Bursche? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich, Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes, lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Gebt mir Thespis und im Gegenzug gebe ich euch etwas. Wir können uns bestimmt einigen. Was? So viel will ich denn hier gar nicht geben? Ha, probieren wir's mal. Nehmt das und geht mir aus den Augen. Hältst du uns für Bauern, die du für ein paar Münzen kaufen kannst? Nimm dein Geld und schieb es dir in den Arsch. Wir sehen uns wieder, Söldner. Unserem Befehlshaber kommt man nicht in die Quere. Hey, ich nehm das Geld und schieb's mir in den Arsch, du Arsch. Ich fühle mich nicht so gut.
Oh, ganz toll. Jetzt muss ich den auch noch mitnehmen. Rockstep. Er sagte, du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Also, du bist vollkommen dicht? So stark. Da hoffe ich, kotzt du mir nicht ins Knack. Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler oder Säufer. Ha, die Narren, ich bin beides. Ich sagte, danke, aber weiter darfst du nicht gehen, denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Was will der? Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name. Für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Ich nur auf das Gestell? Die Männer in der Taverne. Wer waren die? Oh, die Bewunderer? Harmlos, ehrlich. Ich mag Männer in Uniform. Junge, Junge. Du musst ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte! Sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Boah. Oh nee. Schon wieder. Das wird ein Vergnügen. Ich ruiniere dir dein hübsches Gesicht. Oh, ich schneide dir gleich was ab. Ach komm, sei doch nicht neidisch. Nur weil deine Mutter eine Ziege war. Wie die Mutter, so das Kind. Du musst sterben! Ja, wird sich nicht geheilt. Manchmal frage ich mich, ob es eine gute Idee war, Kephalenia zu verlassen. Das frage ich mich auch. Ach, wir sind hier. Oh. Muse! Nicht wirklich, mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Was? Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Kleons Ruf zu schützen. Aber dich zu bedrohen? Künstler sind ein abergläubischer Haufen. Befehlshaber Rexenor weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit.
Er ist einer von Cleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Robe und Maske? Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier. Er wüsste sofort, wenn ich zu Thespis gehe. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Ich hätte sie. Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Damit kompensiert er andere Dinge. Ja, okay, ich verstehe. Großer Helm, kleiner. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. Der Helm ist aber geil. Ich hätte ihn lieber als den einen. Aber egal. Gut zu wissen, verfolgen. Klar, dann muss ich den nicht so suchen, sondern weiß genau, wo er ist. So. Och mei, und ich habe Bedenken, wie ich mein Röckchen da mache. Okay, alles klar. So, der ist es also. Okay, alles klar. Ohne Zweifel steht dieser Rexer nur mit dem Kult des Kosmos in Verbindung. So, wir sind aber auch schon hier. Und ich habe auch, gleich mal aufgeklärt hier. Ah, jetzt lauft er weg. Verdammt. Ja klar, sicher. Kommt er auch her? Ne, kommt er nicht? Ach, verdammt, ist das hier wieder ein Scheiß. Ach Gott, und es kommt auch noch einer von denen hier. Kopfgeldjäger. So, dann machen wir das ganze Ding hier einfach mal Mulo, oder? Das ganze... Oh, da läuft ja noch einer da unten. Lass ich mal den da liegen. Gibt's hier was Schönes? Gibt's nicht. Rein damit. Gut, Ressourcen brauche ich eh. Das brauchen wir aus dem Verkaufen. Ah, oh, gute Ressourcen. Alter, meine Wachen und so ein bisschen verstärken. Los. Stopp halt leise. Müssen da rein. Fahrt dann wieder das nächste ab.
gut. Das muss leise und schnell gehen, also ich bin etwas leicht konzentriert. Ah, verdammt. So, macht man das. Ich würde sagen, wir tun erst den da hinten kaputt machen. Hallo. Oh, schöne Rüstung, aber leider minderwertig. Was ist das? Ach, blödes Tier. Ah, sei doch still. Oh, da hinten steht noch einer. Können wir den noch schnell erledigen? Ganz schnell und leise. Naja, schau es dir an. Dabei gehe ich mal da rein. Was war das? Ich bin dein Untergang. Junge. Auf mit den Tricks hier. Wir bestätigen deinen Tod. Ein Übel weniger auf der Welt. Oh yeah. Das ist nice. Ist das Beweis genug für seinen Tod? Nicht das Schwert, das ich meinte. Aber solange er tot ist... Mein Teil ist erfüllt. Sorge dafür, dass Tespis rechtzeitig zur Vorstellung im Theater ist. Du bist verspannt. Komm her und leg dich hin. Wir haben Zeit für etwas Spaß. Oder geht es dir immer nur ums Geschäft? Ja, eigentlich geht es mir ums Geschäft. Ist das bei dir? Dann hast du also doch Blut in den Adern. Und das Toast. Doch was ist mit Tespis? Tespis ist Schauspieler. Die Hälfte der Mädchen hier sind irgendwann schon seine Musen gewesen. Doch jetzt sollten wir uns um Tespis und Aristophanes Stück kümmern. Dieses Stück scheint dir wichtig zu sein. Wir hoffen, damit etwas zu verändern. Zum Besseren. Ich sehe noch mehr in deinen Augen. Aber wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse.
Es reicht, wenn du weißt, dass ich vorhabe, Männer wie Befehlshaber Rexenau und Cleon aufzuhalten. Ah, jetzt muss ich zurückgehen und denen was sagen. Ach, ganz toll. Hey, wir sind da. Das Stück kann beginnen. Weh, es kommt irgendwas dazwischen. Bitte sag mir, gibt es Neues von Thespis? Es geht ihm gut. Und er tritt in deinem Stück morgen auf. Oh, den Göttern sei Dank. Ich weiß, wie Schauspieler sein können. Naja, bescheuert. Das Leben in Athen ist mir zu kompliziert. Ich wäre lieber unter Bauern, als hier im Theater zu arbeiten. Nun, es ist nicht für jedermann, aber es ist ein schönes Leben. Hier, für deinen Aufwand. Das Volk mag das Herz von Athen sein, doch mein Stück ist seine Stimme. Und ihr wisst auch, dass er ein Schwein zum Lehrmeister hatte. Welch Frechheit! Weil ich just den Antrag stellen wollte, ein Denkmal in der Stadt euch zu errichten, wegen eurer Tapferkeit. Wie er uns, alten Herren gleich, scharwenzelt und umschleicht, uns zu täuschen. Doch diesmal soll die Hinterlist sich bücken, und an unserem Fuße abprallen. Oh, Verschwörung, Mord, sie prügeln mich. Er findet es nicht lustig. Gott sei Dank. Neue Quest, die Ritter. Der Vogel pfeift, er pfeift wieso? Das interessiert mich nicht, was da oben ist. Denn ich muss aufs Klo. So, meine Freunde. Das war's für diese Folge. Es war nicht viel Kampf, ein bisschen. Aber es war ja sehr aufschlussreich. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Ein Abo, falls ihr es nicht gemacht habt. Wenn es euch nicht gefällt, lasst ein Abo nach unten da. Schreibt es rein. Wieso? Oder auch nicht, wenn ihr keine Eier habt. Und wenn es euch auch gar nicht gefällt, dann lasst auch kein Abo da. Oder deabonniert, wenn es euch überhaupt nicht gefällt, falls ihr es abonniert habt, mein Kanal. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt gesund. Euer Infekti Delta. Wing Chaka Kwai Chang.